Die Nacht ist angebrochen. Jetzt aber richtig. Dann hören wir auch erstmals Nachtmusik hier in der Wüste. Zumindest in dem Let's Play. Ich hätte auch darunter gehen können. Oh Mann, ey. Das war jetzt ein bisschen selten dämlich. Das habe ich. Sieht man so nicht, ey. Die Viecher droppen nichts. Das ist echt eine Schande. Na gut, als ob man mit diesen dürren Mandibeln überhaupt was anfangen könnte. Armbrust bauen mit Sicherheit nicht damit. Och nö. Gebt Ruhe da. Zu gern hätte ich klareren Himmel. Würde ich mir eben mal hier den Drachenschrei aus Skyrim davon ziehen. Und den hier einsetzen. Nervt jetzt aber richtig. Ruhe da hinten! Liegt das da? Oh, das ist ein Blutfliegen. Oh, hallo! Schon Gong hier als Übergang zur Kampfmusik. Ja, nee, ist klar. Ich noch mal ein bisschen im Nahkampf hier. Wozu hat man es denn? Oh, Urvieh. Gut, hier die alte Truhe. Hat man festgestellt, war der Inhalt nicht so berauschend. Und er ist scheinbar noch gleich geblieben. So. Ich sehe da Blutfliegen rumzappeln. Da. Oh, hi!
Jo. Eine richtige Kolonie. So, und hier haben wir eine Höhle. Das Plateau erstmal nochmal untersuchen, ob wir da alle Blutfliegen erwischen. Nein, da sind noch ein paar dunkle Snapper, die nehme ich natürlich auch noch mit. So, was soll das jetzt? Der Rest noch im Nahkampf. Sonst übersehen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Tja, da das halt nicht so, ne, mittelmäßig gelungenes Gothic ist, macht es mir persönlich dann auch so Spaß, weil das auch das Metzeln mit bei ist, halt, ne, das, dieser Metzelaspekt. Ja, passt halt nicht jedem hier, der Kampfstil und so, aber so kann man halt besser kämpfen auch. So, hier sind Nomaden. Mit denen könnte man theoretisch schon reden. Aber nein! Bleib stehen! Ich stehe die ganze Zeit. Die schmeißen noch ihre Waffe im Tod nach mir. So, wenn sie sterben. Jetzt noch am besten Eiler damit abfeuern. Nee. Ich weiß. Bist nicht ganz so schlau, wenn der Eiler in der Nähe ist. Die müssen wir ja schließlich zurückbringen. Warte mal, da ist doch eigentlich schon ein Dritter mit Namen. Ach, da ist er doch. Den hatte ich ja getötet, okay. Abgebrochen. Und wird die Höhle geplündert. Ah, jetzt aber. Kommst du mit hier? Wir gehen zurück nach Braga. Ich folge dir, Meister. Hauptsache, ich muss. Der Held muss auch das R rollen. Ich bring dich weg. Gut. Als ob sie dir. Als ob sie so. Die Sprache versteht, so. Als einziges. Weiß nicht, haben wir Assassinenschwerter? Da ist einer mit Breitschwert dabei. Und Lederschild. Steintafel. Aber die Zeit der großen Wesen war vorbei, denn so war Adanos Wille.
Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Krieg ich dich doch noch. Ach, guck mal. Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Puh, mit dir, ja klar. Du bist eine unbewaffnete Tänzerin. Also nimm mal den Mund nicht so voll. Ihr legt ein Schwert, das so groß ist wie ich. Aber Weber nimmt's auf. Das ist auch nur so ein einfacher. Meine Fresse, die in der Wüste haben auch hier gemütliche Betten hier. Könnte man schon vor Neid platzen. Verrat! Aber gut, wir brechen auf. Sag mal, wieso habe ich denn schon wieder einen Bogen ausgerüstet? Oh komm, ziehen wir mit Fackel los. Oh, guck an. Dafür packe ich die Fackel weg. Echt jetzt? Toll, jetzt aber. Da dürfte ja nichts mehr sein. Die Frage, wo gehen wir jetzt so lang? Dürfte wahrscheinlich einfachere Wege geben, aber kommt die da nicht hinterher, oder was? Ich wollte schon sagen, ey. Wie das Sand reflektiert, das Fackellicht aber deutlich, ey. Voll die Hausparty hier. Sowas von falsch gelaufen. Andererseits ist es gut. Auf dem Rückweg können wir durch die Ruinenfelder. Und da haben wir auch noch Nomaden sitzen. Schön mitten drin. Och nö. Ich meine, eigentlich ist es so hell genug. Aber mit Fackel ist halt atmosphärischer. Und das muss ich jetzt wieder sein lassen. So, da vorne. Da brennt was. Einer ist noch da, das ist gut. Gesund und munter. Da vorne.
Aber da können wir auch einen Blitz zünden. Volltreffer. Bleib stehen. Ja, schön auf die Frau drauf, genau. Ey, die ist doch des Wahnsinns. Ha, hab ich dich. Das war mein Schlag, ne? Also, werd mal nicht überheblich, Fräulein. Sonst kriegst du eine Bitch-Slap. Warte, wir haben... Das habe ich jetzt fast übersehen. Einen Zettel gefunden. Takla! Zwei Bündel Waffen für euch. Das Gold für mich. Haltet euch von Braga fern. Nafalim ist auf dem Weg hierher. Bernardo. Und hier war gerade ein Schakal an uns vorbeigezogen. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Ist aber egal. Da hinten ist noch einer. Ist mir jetzt auch gerade wurscht. Eins muss noch. Hier haben wir... Riordian, einer der sieben Wassermagier hier sitzen. Na, sieh mal, wer da kommt. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Sicher ist es hier auf jeden Fall nicht. Und was suchst du hier? Eigentlich bin ich auf der Suche nach altem Wissen, Steintafeln, Artefakte, halt alles, was uns das alte Volk hinterlassen hat. Wo sind die anderen Wassermagier? Saturas ist in der alten Tempelstadt Al-Shiddin angekommen. Er ist sich sicher, dass dort eines der göttlichen Artefakte liegt. Merdarion und eine Sippe Nomaden sind zum Tempel von Morasul aufgebrochen. Und Nefarius ist weit im Nordwesten. Er ist einer alten Legende auf der Spur. Über die anderen weiß ich nichts. Was hast du jetzt vor? Ich will weg hier. Ich habe Räuber im Rücken und Assassine vor mir. Das ist kein guter Ort, um Steintafeln zu suchen. Aber bei den Felsen im Westen ist ein Nomadenversteck. Azarus Sippe hält sich dort auf. Sie haben ein paar alte Inschriften entdeckt. Der Weg ist gefährlich. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Sehe ich nicht. Sag mal. Was habt ihr Wassermagier eigentlich mit den Nomaden zu tun? Wir sind ein Volk. Und bevor uns König Roba auf die Insel Corini schickte, zogen wir gemeinsam über das Land unserer Väter. Ja, noch mal ein bisschen Hintergrundwissen. Warum seid ihr dem Ruf des Königs gefolgt? Nun, Nordmar und Myrtana waren umkämpft. Die Orks eroberten eine Stadt nach der anderen. Wir glaubten, mit dem Erz von der Insel könnten wir den Krieg beenden. Na, das war ja wohl nichts. Nein. Der Krieg der Götter tobt nun schlimmer als jemals zuvor, weil er kurz vor seiner Entscheidung steht. Nee, also ich werde ihn nicht nach Azaru begleiten. Zu Azaru begleiten. Mal abgesehen davon, dass er nicht mehr lebt. Jetzt wird er auch nicht mehr leben. Hör auf mit der Magie! Ein Blitz Belias möge auf dich ist auf dich niedergefahren und hat ihm den Tod gegeben. Oh, da habe ich sie auch ein bisschen beschädigt. Komm, hier. Diesmal weiß ich es besser und laufe nicht an José vorbei, der mich mit Gold überschütten wollte. Fragezeichen.
Spitze, es ist Nacht und jetzt stehe ich da. So, komm mal hoch. Warum hast du mich geweckt? Gibt einen guten Grund. Verschwinde! Halt! Ich bringe dir Ayla zurück. Ausgezeichnet. Sie wird mir die Nächte mit ihrem Tanz versüßen. Ich gehe davon aus, dass Asaru uns keine Probleme mehr bereitet. Asaru ist kein Problem mehr. Gut, dann kümmere dich jetzt um irgendwas anderes. Hier, gib ein wenig Gold aus. Nee. Hier. Bernardo beliefert die Nomaden mit Waffen. Und das direkt vor meinen Augen. Dieser räudige Sohn eines Schakals. Dafür sollte ich ihn eigentlich umbringen. Aber wenn ich ihn töten lasse, wird das Dorf bald leer sein. Außerdem ist er der einzige Waffenhändler weit und breit. Ich schenke ihm das Leben, aber er wird dafür bezahlen, bis er schwarz ist. Und glaub mir eins, der Nächste, der versucht, uns zu verarschen, wird den Tag seiner Geburt verwünschen. Was dich angeht, du hast dir deine Belohnung verdient. Hier. Warum hast du mich geweckt? So. Das hätten wir. So, mein fetter Freund. Na, wie laufen die Geschäfte? Du verdammter Sohn eines. Ja? Was willst du sagen? Du hast mich verraten. Dafür sollte ich nie wieder mit dir handeln. Aber ich brauche Gold, um meine Schuld zu bezahlen. Also stehe ich dir auch weiterhin zur Verfügung. Na also. Du wirst es bestimmt weit bringen, Sohn des Geschäftes. Nun werden wir noch die ganzen... Verdammt, was ist los? Also Kopfgelder abgeben. Ich habe Asaru erledigt. Sehr gut. Wir stehen im Schatten deiner Größe, Vater der Jagd. Ist das alles? Natürlich werde ich mich für deine Mühen erkenntlich zeigen. Schleimscheißer. Ich habe Takla erledigt. Dann hast du dir das Kopfgeld verdient. Das sollten alle Sippenanführer gewesen sein. Ja, Sohn der Assassine. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Jetzt können wir ganz in Ruhe unsere Geschäfte nachgehen. In aller Ruhe. Ich wollte gerade sagen, warum ist der weiß geblieben? Luca! Warum hast du mich geweckt? Warum ist er weiß? Hier ist das Leder. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Ach. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. So. Und die ziehen wir auch glatt an. Passt zwar der Helm jetzt nicht mehr so optisch dazu gut. Geschweige denn das Schild. Aber immerhin. Immerhin. Und jetzt nehmen wir auch den Krummsäbel dazu. Schaut denn das aus? Ja, das hat schon was. So, und bald haben wir auch hoffentlich zwei davon. Ne? Bald können wir zwei Waffen tragen. Zeig mir deine Ware. Dafür werde ich sorgen. Der hat kein Gold mehr. So. Abgespeichert. Gab's hier. Hier gab's keinen Schleifstein, ne? Hier gab's ja nur einen Amboss. Und da gab's draußen eins.
Nee, ansonsten. Hier gibt es ja nichts mehr zu tun. Endlager. Also, auf nach Benerai. Auf in Richtung Osten. Die Schakale werden meinen Blitz kosten. Ach ja, und jetzt kommen hier die komischen Vögel. Hey, ihr da! Kostet meine Klinge! Au. Ich. So, ein Frosch. Oh oh. Jetzt habe ich wieder gesagt, das kriege ich Schläger von meiner Frau. Was? Quark. Afrosch. Hauptsache, der eine Schakal kommt von seinem Fleck nicht weg. Das ist gut für mich. Was auch immer das für Vögel sind. Ja, hier haben wir noch eine Höhle drin. Was erwartet uns denn darin? Oger. Und die zwei? Alles klar. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Mhm. Da braucht man einen Schlüssel für. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ja, ich hab's verstanden. Ach, das ist Methana-Musik. Hallo? Wir sind gar nicht mehr in Methana. Was soll denn das? Kommt schon her. Ja, da kickst du, wa? Sie sind Kopf so aufrecht, so. Das sah aus. Und wieder ein Schakalrudel. Das nächste. Ach, jetzt habe ich wieder mein Schwert da angelegt, oh Mann. Unter den Krummsäbel noch eins legen. So, jetzt passt es auch. Problem ist immer, die richtige Höhe für den Kampf zu finden.
Aber wenn ich höher bin als die, dann treffe ich den nicht. Wir kommen an in Ben Erai. Sliden wir mal den Schutt runter. Ist ja noch viel kleiner als Praga, was?